Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein feines Wochenende. Der Kryptomarkt hat bullische Zeichen, 40 Milliarden mehr im Markt. Herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, Thomas, Steven. Ja, heute schauen wir uns ganz genau an Facebook und die Kryptowährung von denen. Dann schauen wir uns an Binance, was da im amerikanischen Raum passiert. Wir haben noch SBI und Pakt mit der, von der Partie und zum Schluss der CoinMarketCap. Ja, unbedingt dranbleiben, gleich geht's weiter. Facebook, Instagram und WhatsApp, das sind unsere Alltagsbegleiter in der digitalen Welt. Und wenn die Jungs wirklich in die Kryptowelt eintreten, dann kann man sagen, ist Bitcoin und Co. im Mainstream angekommen. Oder Thomas? Ja, kann man so sagen. Ja, mit dem Projekt Libra hat sich Mark Zuckerberg, glaube ich, jetzt schon ein Denkmal gesetzt. Denn Projekt Libra beschäftigt sich ausschließlich mit dem Mainstream, mit der Kryptowelt-Einführung und dem Mainstream, kann man das so sagen? Ja, man muss da klar dazu sagen, die Krypto-Community ist ja gespalten. Viele setzen ja, also denken, dezentral ist die neue Zukunft und da gibt es natürlich viele Sympathien für Bitcoin. Facebook ist eigentlich ganz das Gegenteil. Facebook ist extrem zentral. Wir wissen von früher oder auch vor früheren Zeiten, dass der Datenskandal rund um Mark Zuckerberg, rund um Facebook definitiv eine große Rolle gespielt hat und immer auch noch spielt. Und jetzt kommen die eben an und wollen eine Kryptowährung machen. Ja, die Kryptowährung sollte ja heißen Global Coin. Facebook Coins sind sich natürlich ganz einig. Aber das Projekt Libra ist ganz, ganz interessant. Sie haben den Sitz in die Krypto-Valley-Hauptstadt verlegt, nach Genf in der Schweiz. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das in der Schweiz? Ja, das Projekt Libra wurde ja in, das Fintech wurde angemeldet in der Schweiz aus folgendem Grund. Die regulatorischen Bedingungen dort passen einfach viel besser. Und es ist einfach so, wie du schon gesagt hast, momentan alles, was mit Krypto-Blockchain zu tun hat, geht in die Schweiz. Ja, leider, also da schläft eigentlich Europa, Deutschland, Österreich, wobei Österreich ein bisschen besser entwickelt ist als mit Deutschland, aber mit den ganzen Regulierungen wird einfach sehr, sehr viel verschlafen und dort natürlich mit der Schweiz die offenen Türen für genauso große Projekte geschaffen. Projekt Libra mit Hauptsitz in Genf, da gibt es ja einige große Unternehmen, die sich daran beteiligen. Genau. Ich glaube, Facebook möchte 100 Firmen ins Boot holen mit einer Mindestsumme von 10 Millionen Euro Einstiegskapital. Genau. Weißt du ein bisschen mehr darüber? Und dazu schauen wir jetzt auch gleich hin. Hier habe ich ein Bild vorbereitet, wer da aller mitmacht bei dem Projekt Libra. Große Namen wie zum Beispiel eBay, Spotify, Uber, Mastercard, Visa, auch Coinbase ist mit von der Partie. Vodafone in der Telefoniebranche und ja, Facebook selbst mit ihren ganzen Anbietungen wie Messenger, WhatsApp und so weiter. Und das ist das Spannende. Es haben sich extrem viele Partner gefunden für dieses Projekt. Und wie du schon gesagt hast, 10 Millionen ist das Einstiegskapital, was du an Facebook praktisch zahlen musst, damit du dort in Genf, man kann sich das so ungefähr vorstellen, dort wird eine Art Parlament gegründet und jeder von den eingekauften Firmen wie Booking.com und so weiter erhält dort einen Aufsichtsratssitz. Ja, im Endeffekt ist es so gedacht, Facebook hat sich schon was in die Zukunft versiert. Warum möchten sie verschiedene Branchen ins Unternehmen holen? Denn WhatsApp, Instagram und Facebook nutzen ja den Großteil der Bevölkerung und sie haben natürlich diese Datenkralle Facebook in alle in der Hand. Und natürlich, wenn heute Booking.com da ist, dann habe ich die Möglichkeit, über Booking.com zum Beispiel mit diesen Coin zu bezahlen, bei eBay, bei Coinbase, also alle Branche, was in der Vergangenheit an Verbrauchergüter festgestellt wird, hat sich eigentlich Facebook ins Boot geholt und somit kann man wirklich von einem Global Coin sprechen. Ja genau, das Netzwerk ist sehr breit aufgestellt, ja, wie ein Spinnennetz in die Tourismusabteilung, in den Finanzsektor mit Mastercard, PayPal und so weiter, in die Telefoniebranche mit Vodafone. Und auch über das ganze Social Media, was Facebook ja selbst betreibt, auch dieser Teil ist abgedeckt. Also so muss man sagen, der Coin hat von Anfang an sofort Verwendung. Ja, denn man kann am Marktplatz zum Beispiel damit einkaufen und auch die Partner
Anbindungen wie Booking.com. Ja. Also das ist sehr, sehr spannend, weil Facebook ist eigentlich gerade mittlerweile dabei, eine Weltwährung zu schaffen. Ja, und da behaupten ja manche Experten, es soll der Global-Killer werden für Banken, wenn man das so schön sagen genau. darf. Ja, ich glaube, da ist wirklich mit einem Auge darauf zu schauen. Wir selbst von der Kryptowelt oder Kryptowährung brauchen jetzt keine Angst haben, denn zum Bitcoin wird es definitiv keine Konkurrenz, weil der Bitcoin ist einfach dezentral und beim Facebook-Coin weiß man noch nicht genau. Am 18. Juni kommt da das White Paper, wird veröffentlicht. Das schauen wir uns natürlich genau an. Da werden wir dann auch berichten, was jetzt tatsächlich dann Fakt ist. Die detaillierte, welche Blockchain macht Facebook selbst eine Blockchain, was ich schon glaube. Wie geht es dann weiter mit den Stablecoin-Anbindungen? Es wird ja davon geredet, dass der Stablecoin-Dollar angebunden wird und dann jeweils in die nationale Währungen der dementsprechenden Länder auch angebunden wird. Also sehr, sehr spannend, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, also alles, was bis zum 18. Juni natürlich durchdringt, sind sehr viele Spekulationen, aber ab 18. Juni haben sie wieder alles auf Papier geschrieben. Da wissen wir auch dann, wann wirklich dieser Coin startet. Ich glaube, mit dem Startzeichen des Coins wird auch wirklich hier ein Mainstream, ein Bullrun passieren. Ich glaube aber auch jetzt schon, dass wir in Zeiten wie diesen jetzt schon im Bullrun sind, wenn man das einmal so sagen kann. Ja, zu Facebook selbst gibt es noch einen sehr interessanten Artikel von Focus, habe ich rausgesucht, und die beschreiben eigentlich ganz gut, dass zum Beispiel eine Notenbank definitiv massiv davon profitieren wird, und das ist die US-Notenbank, aus folgenden Gründen, denn Facebook wird hier die ganze Währungslandschaft extrem verändern und dadurch, dass er angebunden ist an den Dollar, profitiert die US-Notenbank einfach massiv. Hier ist es auch gut beschrieben. Je populärer der Facebook-Coin auf der Welt werden würde, desto stärker würde der Druck auf nationalstaatliche Zentralbanken werden, den Kurs ihrer Währung zu Facebook-Coin und damit zum US-Dollar stabil zu halten. Und da hat einfach dann die Notenbank, es werden weit mehr Dollar, das Volumen steigt und somit Win-Win für Amerika und für Facebook. Ja, also da sind wir auf alle Fälle gespannt, was das für Auswirkungen hat. Ich bleibe mit Thomas auf alle Fälle dran für euch und am 18. Juni spätestens dann werden wir das Whitepaper übersetzen und ganz genau Details ans genau. Licht bringen. Ja, gehen wir weiter zu Binance, natürlich ein großer Schritt. Binance, die ganze Welt schreit, die Altcoins werden alle sterben. Ja, das haben wir ja schon vor einigen Monaten prognostiziert, dass 70, 80 oder sogar 90% der gesamten Altcoins sterben, die keine Verwendung haben, so wie die Blase war 2017 mit vielen ICOs, wo Projekte eigentlich gar nicht umgesetzt worden sind. Auch diese werden wirklich die keine Anwendung haben oder keinen Anwendungsfall haben, also sogenannten Use Case, werden hier die Coins sterben. Und da gibt es jetzt schon einen Riegel von Binance. Was ist da genau passiert? Ja, in Amerika, muss man so verstehen, ist der regulatorische Rahmen jetzt voll im Gange. Die SEC versucht jetzt dagegen vorzugehen, auch gegen die ganzen ICOs, und auch die Richtlinien werden definitiv verändert und wurden schon verändert und alles wird auf Schiff gebracht. Und Binance ist jetzt hergegangen, Bittrex hat schon vorgemacht, haben 42, sagen wir mal, kleinere Coins entlistet. Genau, ja. Und Binance geht jetzt her und es werden wirklich auf dieser Krypto-Plattform in Amerika 80% an den Coins ausradiert werden. Und gleichzeitig wird Binance US gegründet, um eine eigene Plattform für die US-Amerikaner bereitzustellen. Und der CEO von Binance sagt, jetzt momentan werden wir natürlich einen kleinen Schlag bekommen. Also in den sauren Apfel jetzt beißen, besser als wie später. Es wurde eigentlich genau. Die AGBs verändert, genau. Dass im September einige Coins hinausfliegen. Ja, ich finde es nicht so schlecht. Dadurch stärkt es natürlich den anderen Kryptomarkt und viele Scams oder ICOs, die was einfach keine Anwendung haben, werden so aus dem Markt gespült. Ich kann noch hoffen, dass euer Coin nicht dabei ist, auf den ihr setzt, aber ich glaube, mit den ersten drei Coins der Marktkapitalisierung kann man nichts falsch machen. Damit meine ich BTC, Ethereum und XRP. Ja, die großen Coins, wie wir sie kennen, Ethereum, Bitcoin sowieso, XRP oder auch IOTA oder halt die Top 10, Top 20. Top 20 sind ja auf viele andere Börsen auch gelistet. Du hast ja Zugang dazu. Aber die kleinen, die werden definitiv an Handelsvolumen stark verlieren und dann wird spannend, ob die überleben können. Ja, also Binance geht sicher den richtigen Schritt und wir sind ja auch gespannt natürlich auch, wie es mit Bitpanda weitergeht, mit dem richtigen Schritt, aber dazu werden wir uns erst dann äußern, wenn es wieder richtig losgeht, genau. Wenn die Bitpanda Global Exchange entsteht. Vorher haben wir noch vorbereitet, es gibt viele Gerüchte, aber eine neue großartige Meldung ist
gepackt. 22. Juli, Testphase. Genau. Vor 4 Monaten haben wir noch berichtet, hoffentlich kommt endlich einmal Nasdaq Pact oder SPI. Und dieses Monat im Juli steht an, SPI startet mit 1. Juli. 22. Juli geht Pact am Start für große industrielle Anleger. Genau, für die neue Einschaltungen. Pact, eine große Krypto-Plattform, wo der Bitcoin tatsächlich gedeckt hinterlegt ist, also er ist wirklich vorhanden und für große institutionelle Anleger dort zum Handeln. Und Pact hat ja auch, wie wir schon berichtet haben, sehr viele prominente Partner, Starbucks zum Beispiel, wo du dann in den Geschäften auch praktisch mit Bitcoin bezahlen kannst. Und Microsoft ist die Software dahinter, also über die Microsoft Cloud läuft dann das Pact-System. Und jetzt am 22. Juli kommt die Testphase. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Ich denke, nach einer erfolgreichen Testphase wird es dann gleich in den allgemeinen Betrieb übergehen. Also ich glaube auch, momentan läuft ja alles mit Regulierung und Staaten ab. Also es gibt immer mehr Druck, SPI drückt, Pact drückt, die wollen wirklich am Start gehen. Und ja, eines kann ich vorweg schon einmal sagen, 2017, wie der große Run stattgefunden hat, waren keine Industriellen am Start, weder Pact hat es gegeben, noch SPI, noch Facebook hat es im Mainstream gebracht und trotzdem ging der Bitcoin auf $20.000. Es war ein Run der Kleinanleger. Genau. Und jetzt Kleinanleger ist jetzt übertrieben, aber es war ein Run der Community, der Krypto-Community. Es waren ja viele, wie wir schon oft auch sagen, Nerds dabei, die sich perfekt auskennen mit den ganzen Notes, mit dem ganzen Hintergrundwissen in der IT-Branche. Und jetzt kommt ja immer mehr in den Mainstream. Wir beide wissen es ja auch aus privater Sicht. Wir wurden praktisch auch belächelt, warum dass wir in den Kryptomarkt mit eintreten, warum dass wir uns mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen. Und die Stimmen werden definitiv immer leiser. Und die Schulterklopfer immer mehr. Ja, die Aufklärung schreitet einfach voran. Ja, da sind wir auf alle Fälle froh und deswegen möchte ich auf alle Fälle mal vorweg sagen, beim großen Bullrun, wie wirklich der Bitcoin so hoch rumgestanden ist, haben wir eine Marktkapitalisierung von ungefähr $800 Milliarden gehabt. Heute stehen wir bei 240 Milliarden und ich kann mir vorstellen, wenn auch große Anleger immer schreiben, eines wissen wir, die Nachrichten richten sich immer nach dem Kurs und würde heute der Bitcoin auf $3.000 fallen, würden wir wahrscheinlich lauter schlechte Nachrichten sehen, aber er hat momentan einen Aufstieg hingelegt und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir zu CMC. Genau. Also ich bin überzeugt davon, beim nächsten Bullrun werden wir es Allzeithoch erheblich überschreiten, ganz einfach industrielle Anleger, viel, viel mehr Geld kommt hinein und ja, Facebook hilft uns natürlich auch dazu. Genau, ja, heutige Marktkapitalisierung $284 Milliarden, die ist gestiegen. Der Bitcoin notiert jetzt über 9.000, er hat auch schon mal wieder zweimal unter die 9.000 angetestet, konnte sie aber perfekt verteidigen im Laufe des Tages gestern. Ethereum 269, da geht es jetzt darum, dass da anscheinend bald ein Ethereum Bullrun ausgelöst wird. Habe ich auch gelesen, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich wahr wird. Wenn ich es wüsste, würde ich natürlich all in Ethereum gehen oder in Ethereum. Aber schauen wir mal. Ja, XRP 42, fast 43 Cent, da ist die nächste Widerstandszone bei ungefähr 46 Cent. Der Litecoin kurz vorm Halving, ich glaube es sind noch 49 Tage, steigt natürlich auch massiv an, da wird es definitiv noch höher gehen. Ja, dann die restlichen Coins eigentlich über das ganze Wochenende im Plus. Gestern auch nochmal ein Anstieg und heute ist eher mehr die Seitwärtsphase eingeläutet. Ja, wir bleiben auf alle Fälle auf dem Thema Blockchain, Digitalisierung wieder am aktuellen Stand. Schaut uns Ende der Woche zu. Empfiehlt uns bitte, bitte weiter. Danke an allen, die uns natürlich supporten in den großen Telegram-Gruppen und wir freuen uns natürlich über dementsprechenden Kommentaren unterhalb dieses Videos. Schaut uns einfach ein bisschen auf die Finger, sagt, was ihr von uns hält und haben auch eine große Community bereitgehalten. Telegram, einfach einmal nachschauen. Bitcoin, nicht Bitcoin, sondern Blockchain Brothers Community. Genau, und da kann man auch mit uns diskutieren oder auch das eine oder andere Wissenswerte zu erfahren. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bitte weiterempfehlen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, ihr seid bestens informiert. Thomas und ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns bald wieder. Blockchain Brothers. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann schickt uns deinen Daumen und abonniert uns.